der VTE Tech Cruise treffen wir uns mit unseren kooperativen Mitgliedern und fast 150 Gästen, um die VDE Awards des Jahres 2021 nachträglich verleihen zu können und hier einen regen Austausch zwischen unseren Mitgliedern zu ermöglichen. Business to Business, live vor Ort und in Farbe, endlich mal wieder. Wir freuen uns, dass hier so viele Teilnehmer gekommen sind und mit uns einen tollen Abend mit fachlichem, elektrotechnischem, zukunftsfähigen Austausch erleben. Die Tech Cruise ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, sehr angenehm, und wir haben eben auch mitgeteilt bekommen, dass sehr viele Mitglieder des VDE hier mit teilnehmen, und wir stellen fest, dass wir in sehr, sehr interessanten Gesprächen und im Austausch uns befinden mit Kollegen des VDE. VDE bietet mir wunderbare Möglichkeit, mein Netzwerk zu erweitern, und ich hatte heute auch schon Gelegenheit, verschiedene Netzwerkpartner kennenzulernen und freue mich auf weitere interessante Kontakte in der Zukunft. Ich bin gerne auf der VDE-Veranstaltung. Ich wurde eingeladen als Referent, und das Thema Digitalisierung ist ja das Thema der Zukunft. Netzwerk ist wichtig, da findet der Austausch statt, da findet das Regulativ statt, da gibt es neue Ideen und da kann man auch verschiedene Ideen dann auch weiterentwickeln. Warum bin ich heute hier? Als Student an der Uni und Mitglied der Hochschulgruppe bin ich ein Freund von Vernetzung und Kennenlernen von neuen Partnern aus Industrie und Wissenschaft, und solche Abende wie heute sind ideal dafür, deswegen bin ich heute hier. Als Abrechnungs- und Zahlungsexperten in den Bereichen Mobilität und Energie ist der VDE einfach der richtige Partner für uns. Das ist natürlich ein Event. Ich bin hier aus Bayern, ich bin Münchner, auf dem Starnberger See sowas zu machen, das ist natürlich toll, da freut sich jeder drüber. Die Veranstaltung besticht durch die Besonderheit, eine Reise auf dem Starnberger See, aber auch das hochkarätige Netzwerk hat uns überzeugt, hier heute da zu sein. Und wir sind mit Freude Mitglied und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Ich bin heute bei dieser Veranstaltung, weil der VDE für uns eine gute Plattform ist, uns mit relevanten Unternehmen, Kunden bzw. auch Forschungseinrichtungen zu vernetzen.